Tschüss. Matthias lernt fliegen, Leute. Er lernt fliegen. Moin Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Wir sind immer noch in dem tollen, ja, wie soll man sagen, in der tollen Bruchbude unterwegs. Hier fällt ja so gut wie alles gerade zusammen. Aber wir müssen komischerweise immer höher. Und ja, schön kalt ist es auch. Vielleicht nicht immer gut für jeden oder so. Aber wir müssen hier einfach durch. Du sollst bitte hochgehen. Ah, sehr schön. Und da kommen schon die ersten Wochen uns entgegen. Ah, super. Dankeschön. Warum muss es jetzt auch so doll gewittern? Das ist einfach so ein typischer Kletterparcours. Der Wind, beziehungsweise die Blitze und sowas, alles haut immer perfekt im richtigen Moment dann uns da die ganzen Gegenstände aus dem Weg und alles sowas, damit wir da perfekt durchkommen. Und ja. Oh, sieh an, da ist mein Feis. Strömt hinein und werdet wiedergeboren! Strömt hinein und erwachen! Oh Leute. Tja, gut. Wo? Nein, jetzt haben wir es verbockt. Erkunden Sie Gräber abseits blablablub. Okay, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Sam retten. Ah, da kommt wieder so einer. Boah, wir krepieren. Da sind irgendwelche Typen, die da die ganze Zeit im Hintergrund mitballern. Und die stören mich. Und zwar ganz schön doll. So. Jetzt taucht da der erste Typ auf. Den wir komischerweise nicht getötet kriegen. Heil nach hinten einfach rum. Ultimatives Aim hier. Oh lol, den dicken, den Fetzack haben wir so gerade mal weggesnackt. Vor allen Dingen haben ja eigentlich die Typen, die
hier gerade so gesagt dafür kämpfen, dass die Sonnenkönigin überlebt. Davon haben die ja nichts. Oh lol. Da sind alle. Guckt euch. Oh Gott. Jetzt sind da die Samurais. Die werden erschlagen. Oh mein Gott. Ah, jetzt können wir hier vermutlich direkt hoch. Guckt euch das an. Die Solaris und so. Die werden es vermutlich niemals kapieren, dass das, was sie tun, es nicht unbedingt besser macht. Ultimativ hier Slow-Mo. Warte mal, wie war das? Wolle. Looten wir hier einfach mal flott. Ich möchte gerne nochmal zurück. Ach, scheiß auf den Typen. Wo müssen wir lang? Kommen schon wieder Samurai-Leute. Und jetzt bricht irgendwas von der linken Seite rum. Oh nein, da bricht komplett was ab. Auch nicht schlecht. Und die Samurai-Leute kratzen einfach alle an der Kurve. Ich sag's mal so, wenn die es so haben wollen. Wieder so Slow-Mo. Jetzt töten die schon die Samurai-Leute. Oh, nice. Arbeitserleichterung für uns. Ja, ich glaube, da ist die Brustpanzerung oder die Samurai-Panzerung ein bisschen stärker. Lol, lol, nein, das ist uncool. Warum müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen? Ah, wir müssen ihn immer in den Rücken ballern. Quatsch, oh Gott, jetzt müssen wir wieder darauf achten. Wir nehmen am besten die Pistolen. Oh lol. Hau mir doch nicht damit eins über die Rübe, Mensch. Hast du kein Leben oder was? Oh, lol. Tschüss, mal gleich abwärts, bitte. Ich hab gesagt, abwärts, bitte. Den mal flott looten. Den auch mal.
Ich drehe die ganze Zeit nur im Kreis hier. Oh, komm her, Digga. Jetzt mehrmals Bam und haben wir ihn jetzt gekillt? Boah, spritzt da was raus, ey. Moppelchen getötet, würde ich mal schätzen. Der Wind hat uns zufällig da. Ja, und wir kriegen nur 7-mal den Schuss wieder. Ist ja mal nichts. Also normalerweise hätten wir ja besseres verdient, ne? Da. Ja, Rückweg ist. Ist okay. Der Rückweg ist zwar weg, aber. Mehrmals drücken, um mich zu verteidigen. Ja, Spam war eh. Oh, wo haben wir denn jetzt hingeschossen? Schulter? Ich hoffe doch. Wir haben 2. Nice. Tschüss. Mephias lernt fliegen, Leute. Er lernt fliegen. Nice. Hat's doch noch gelernt. Ich hätte gedacht, er wird's nie lernen, dass er fliegen lernt. Oh, er hat's doch noch geschafft. Stirbt sie jetzt? Auch von den Entwicklern sehr gut gemacht an der Stelle, muss man wirklich sagen. Boah, sie hat da schon voll die. An den Armen hat sie voll die Schnee- bzw. Eisrückstände. Also, das ist krass. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. So wie versprochen. Oh. Vor allen Dingen auch noch barfuß dort. Oh. Oh, die Sonne kommt raus. Wie süß. Die Erleuchtung. Oh. Und das ganze Gewitter und so legt sich richtig geil. Das ist geil. Jetzt sieht man auch die ganze Natur und sowas ganz aus einer komplett anderen Sicht. Da ist Lara! Sie hat Sam! Ja, wollt ihr nicht hingehen und ihr helfen? Hä? Was macht der denn? Ich dachte, er fährt weg. Wäre ja übelst ultimatives Happy End gewesen. Ich fahr doch mal ohne sie. Jo. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Jo, nichts wie weg von hier. Dann mal los. Jetzt hat sich ja auch der ganze Sturm und alles gelegt. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen.
Drachendreieck, Südjapan. Tag unbekannt. Werden wir da aufgegabelt oder? Ah ja, wir wurden aufgesammelt. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Ja, ist besser so. Naja, wir sind bald zu Hause. Gut zu wissen. Bald in gewohnter Heimat wieder. Ich gehe nicht nach Hause. Was? The Survivor is born. Ja. Und so wie es aussieht, haben wir auch schon das Spiel somit komplett durchgespielt. Wir haben so gesagt den 100% Status erreicht. Wir haben aber nur auf, ich glaube, mittlerer Stufe gespielt, also mittlerem Schwierigkeitsgrad. Man könnte das natürlich dementsprechend jetzt auch noch auf schwer und Hardcore und sowas spielen. Aber das wäre dann halt, ja, deutlich schwerer halt, wie gesagt, gewesen, so wie es halt der Status auch sagt. Und ja, das Spiel an sich ist sehr gut, muss man wirklich sagen. Und schreibt mal eure Meinung rein, wie ihr das Spiel findet und ob ihr euch das auch holen würdet. Und ja, das würde mich mal sehr interessieren. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, Tomb Raider, dann lasst doch mal ein Like da und hinterlasst mal einen Kommentar. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis dann. Ciao.